Ja, das mit den Morimo-Kartoffeln sammeln ist jetzt nicht so schön gelaufen. Super. Morimo-Kartoffeln funktioniert nicht. Mit dem Namentext funktioniert auch nicht. Ich meine, es despawnt ja von alleine zum Glück nicht. Aber es läuft halt überall hin. Und ich weiß auch nicht, irgendwie mit dem Anketten. Irgendwie ging es so mit Anketten, aber da weiß ich auch nicht, jetzt, auch nicht mehr, wie das ging. Draußen ist dunkel. Doch, dunkel. Komm, wir reiten einfach nach Hause. Mit dem Pferd bin ich ja schneller als die Monster. Ich hoffe es. Apropos Monster. Wo ist denn überhaupt mein Pferd hin? Hallo? Dass dieses Gaul immer weglaufen muss. Hallo? Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Was machst du denn hier? Kommen wir überhaupt raus? Och, Mädel. Also manchmal, ne? Das stellt sich an wie so ein Stück Scheiße. Ich komme gar nicht mehr raus. Okay, erstmal Licht machen. Muss ich ein bisschen Erde abgraben. So, da sollte ich eigentlich rauskommen können. Nee. Noch nicht. Ich brauche hier erstmal ein Ding, wo sowas, wo ich hier hochfahren kann. So. Nee, jetzt bleibt mal hier, ne? Nicht noch weiter weglaufen, hier, sonst kriege ich hier. So, ja. Na, war fast richtig. Hallo? Jawohl. Meine Güte, Alter, das ist ja hier. Das Träumchen. So, in die Richtung kriege ich es nach Hause, oder? Also da ist zumindest. Alter! Genau, hier ist das Ufer. Und hier an dem Ufer kann ich jetzt lang schwimmen. Dann müsste ich jetzt nach Hause kommen. Ich dachte, diese Creepers explodieren nur, wenn man still bleibt oder nah genug an die dran ist. Aber ich habe das Ding nicht mal gesehen. Drecksviech, Alter. Gammelfleisch, Alter. Dönerfleisch. Würde eher passen. So, jetzt müssen wir hier direkt aufs Ufer auf unser altes Zuhause drauf zuschwimmen. Also an der Küste lang, klar, ist natürlich hier, ne? Genau, da wird es wieder grün. Das heißt, hier sind wir richtig. Da muss ich jetzt rauf auf das grüne Gras-Zeugs-Gedöns. Oder besser, wir bleiben erstmal auf dem Wasser. Da war weniger Gefahr vor Creepern. So, und hier an dem Ufer muss ich einfach nur lang schwimmen. Da komme ich direkt nach Hause. Also müsste ich eigentlich. Warum sieht alles so anders aus? Bin ich jetzt richtig oder falsch? Es müsste rein theopraktisch richtig sein. Hier sind wir jetzt komplett woanders, kann das sein? Warum ist hier so viel Dschungel?
Und wir gehen mal wieder an die Küstenlinie. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Also hier ist Dschungel. Da hinten ist Gras. Ich bin gerade im Kreis gelaufen. Leck mich doch am Arsch. Wir sind gerade eindeutig im Kreis, im Kreis gelaufen. Gut, dann gehen wir jetzt mal querfeld durch die Eislandschaft. Ja, das funktioniert ja super. Aber das hier sind doch die Klippen. Also hier zu unserer Linken ist doch die Eislandschaft oder die Schneelandschaft, die wir mal hatten. Ja, weiß nicht. Oh mein Gott. Nee, ist hier vorne kann es nicht sein, oder? Nee, das kann gar nicht unsere Heimat sein. Ja, Sakrileg. Oh, ein Eisbär. Guckt euch diese Eisbär an. Wir laufen wieder die ganze Zeit im Kreis. Holy shit. Wie konnte es nur schon wieder so weit kommen? Boah, Alter. Ja, dass er so Stock hat, daran merkt man, dass er gerade dabei ist, die ganze Welt neu zu generieren. Das heißt, hier waren wir vorher noch nicht gewesen. Und ich kann mich an diese ganze Landschaft noch gar nicht erinnern. Wir waren also definitiv nicht von hier gekommen. Sondern wir kamen eigentlich übers Wasser. Also, also nicht übers Wasser direkt, sondern da hinten über diese, ne, da hinten über diese großen Felsdinger da. Und eigentlich kamen wir vom Schneebiom. So war man das gewesen. Oder kann man doch aus der Richtung hier? Nee. Ich traue mich einfach mal in die Richtung. Ach, komm jetzt hoch. Ey, das ist doch nicht mal normal hier. Weißt du, aus jeder scheiß Grube kannst du rausspringen. In jeder scheiß Grube springst du einfach rein. Aber hier kannst du nicht mal deinen Arsch bewegen, Alter. Was ist denn los? Upsala. So. Sieht sehr interessant aus. Nee. Auch nicht. Von hier kommen wir auch nicht. Ja, das gibt's doch gar nicht. Also da ist Dschungel. Ich meine, wenn da jetzt Schnee kommen würde, dann könnte es sogar hinhauen. Wir gucken einfach mal kurz. Hohe Berge, ja. Nee, ist auch wieder Dschungel. Ist also auch nicht die Region, von der wir kamen. Aber da ist überall nur Wasser.
Wow, weil der Eisberg gerade auf dem Zombie drauf. Ja, es ist Paarungszeit. Na gut, wir gehen mal weiter in die Richtung hier. Vielleicht kommen wir da dem Ganzen ein bisschen auf die Schliche. So, wenn wir hier jetzt rauf gehen, wie sieht das denn aus? Sieht das hier aus wie so ein Wald, wo wir bereits waren? Also hier ist ein bisschen Schnee. Da ist Dschungel. Hier sind normale Bäume. Das heißt, es kann durchaus unsere Gegend sein. Dann müsste unser Haus da in die Richtung sein. Ja, doch, das könnte es fast tatsächlich sogar sein, vielleicht. Das ist über der Enderman. Ja, ja. Okay, hier sind wir richtig. Ja, hier sind wir. Diesen Spalt hier kenne ich. Da ist unser Haus. Okay, dann waren wir also doch wesentlich weiter unterwegs, als ich gedacht habe. Genau, hier ist unser Strand. Ja, da ist unser Haus gleich. Komm schon, Haus. Komm. Zeig's mir. Bring's mir. Gib's mir. Da! Perfekt! Juhu! Wir haben unser Haus gefunden. So, dann spreche ich das mal ein. Das Strafsitz machen. Wenn du mal in irgendwelche Hüllen reinrennst. Hallo? Was ist mit dir los, Alter? Kennst du? Lauf doch mal hier deinen Weg, du verschissenes Gaul, ein. So. Erstmal, um dich wieder ein bisschen zu heilen. Das geht ja, glaube ich, mit dem. Perfekt. Ja, danke dafür. Ist, glaube ich, die einfachste Art, ein Pferd. Also, ne? Mit Futter kann man die Viecher, glaube ich, also reparieren. Ob das wirklich geht, ich habe es nie probiert, keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt ja wieder zwei Sattel. Achso, kann man nicht stacken. Ja, wir haben weder Mogul noch irgendwie Gurken. Kartoffeln bekommen. Ich habe also keine Ahnung, wie wir die bekommen sollen. Absolut kein Plan, wie wir die bekommen sollen. Genauso weiß ich halt auch nicht, wie es hier mit diesem Namenstag funktioniert. Namensschild. Das wirst du doch eigentlich, wenn ich auch hier mit Rechtsklick raufklicke. Aber. Oder bevor ich den Sattel aufmache. Muss ich das wirklich machen, bevor ich den Sattel aufmache? Das kann natürlich sein, dass in dem Moment, wo ich den Sattel aufgemacht habe, dann verwirkt habe. Genauso wie ich halt auch nicht weiß, wie ich die Dinge ungefähr fest bin, weil das ging auch. Ach, wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert hier. Das Pferd reagiert echt auf gar nichts. Egal was ich mache, sobald ich rechts drauf klicke, setze ich mich auf das Pferd drauf. Vielleicht mit Shift? Nein. Och, Alter. Scheiß Pferd, Alter. Ich hasse dich. Ha. Namensschild. Ich versuche das mal an einem anderen Pferd anzuwenden. Das Problem ist, wir kriegen ja da unsere Sachen nicht mehr runter. Wir nehmen hier so eine weiße Stute. Kennen das sollte eine. Ne, klappt auch nicht. Was bringt denn dieses Namenstag überhaupt?
Okay. Linksklick geht auch nicht, da haut man das Viech. Ich schaut jetzt hier weg, lass mich durch, ich bin Arzt. Ich verstehe das nicht. Ach, da. Naja, was soll's. Packen wir erstmal alles rein hier. Unsere schöne Schallplatte. So. Oh, fünfmal. Wow, ein TNT-Block können wir. Ah. Ich wollte ein Feuerwerk machen hier. Achso, brauchen wir ja sowieso Flint und Steel, ne?
So. Ach, Alter. Scheiß Zeug hier. Hasse ich alle. Boah, Alter, wie viele Tiere sind da bitte? Dann will ich wieder einfach alle auf dem Wasser schwimmen. Glaubt das nicht. Ich glaub das nicht. Das ist ja illegal. So, muss reichen. Haben wir mindestens wieder ein bisschen Stroh, ein bisschen Heu, ein bisschen whatever. So. Ach ja, stacken kann man ja nicht. Fuck mal rein. Was ist denn der Zombie hier? Mal, hallo, hakt's bei euch? Hallo? Na, guck mal her. Ist der unter uns? Würde halt nicht wirklich Sinn machen, aber möglich wär's, denke ich mal. Oh oh. Es ist so dunkel in Berlin. Was ist geschehen? Mal gucken, ob wir schlafen können. Ich halte doch! Ach, leck mich doch. So, okay, dann machen wir nochmal ein paar Kekse hier. Wir haben jetzt, Kakao müssten wir eigentlich haben. Wo auch immer der. Da und wir haben jetzt Dingsterbums da. Das heißt, wir machen dich dahin, dich dahin und dahin. Dann haben wir ganz viele, viele Kekse. Yay, Kekse fürs Kekse fürs Leben. So, Rest kommt wieder in die Rumpelkammer. Da rein und ganz ehrlich, kriegt unser scheiß Pferd noch was gefressen hier. Mistviech. Müssen wir ja bei Laune halten. Vor allem mit dem schönen TNT im Vorgarten. Easy. Aber das fährt ein bisschen was zum Spielen. So. Genau. Dann essen wir noch einen Keks. Und dann würde ich mal sagen, nach dem gesunden Essen gehen wir doch dann noch mal zu Bett. Und beenden damit die Aufnahme. Fangen wir die rein. Und dann würde ich mal sagen, schau mit V.